Und herzlich willkommen zurück zu Folge 88. Ja, wir wollten jetzt gerade noch die Turtles wieder aufstellen. Und hier habe ich jetzt gerade geguckt, hier ist noch ein bisschen Energie drin. Ich weiß gar nicht, welche Turtle das ist. Das ist 2. Ich glaube, die Meister braucht es 1. 10 hatte ich jetzt beim letzten Mal angesagt. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann würde hier die nächste Turtle hinkommen. Dann nehmen wir mal gleich direkt 1. So, machen wir das mal so rum. Ist eigentlich relativ schnuppe, wie wir es machen. Refuel all. Da haben wir noch 52.000, 3.000 weniger. Okay, das ist eigentlich auch nicht schlimm. Und dann würde ich sagen hier, X, Quate, 10. Ihr macht mir jetzt hier gleich zwei Löcher hin. Von 10er Höhe. Also das werde ich dann später mit Cobblestone wieder ausgleichen. Und dann habe ich wieder ein schön ausgerissenes Loch wieder drüben. Und ich fuchtel hier mit den Händen rum. Ihr seht das leider nicht. Excavate. Manchmal fuckel ich am Ende noch mit einem Salute und so was. Denkt euch nichts bei. Ich bin sowieso ein bisschen crazy im Kopf. So. Excavate 10 hier. Vielleicht machen wir noch eins, oder? Dann mache ich einfach einen Boden drüber und kann direkt eigentlich auskleiden. Was da drunter ist, ist eigentlich relativ Schnuppe, oder? Ich hätte dann Löcher hier in der Landschaft. Machen wir hier hin. Ja, machen wir zwei Stück. Es lohnt sich nicht, da noch eins da hinten hinzusetzen. Das passt sich schon. Mach mal. Das gleiche gilt für dich, mach mal. So, die Fackel wird wegkommen. Die wird wegkommen, die wird wegkommen. So, wie weit kommst du denn? Ich glaube, die kommt auch noch weg, oder? Okay, so weit kommen die nicht, alles klar. Bis hierhin kommen die irgendwo. Dann kann ich hier nämlich wieder Fackeln hinstellen. So. Da eine Fackel, da eine Fackel, dann passt das. Und dann soll er mir das Loch machen. Was ich dafür vorgesehen habe, dich. Keine Ahnung, dich tue ich mal. Dich tue ich einfach in eine Kiste, dich brauche ich gerade nicht. Du bist eigentlich gerade uninteressant für mich. Müssen wir das mal noch eine Kiste rausnehmen. Ich habe ja noch welche im Inventar, das ist eigentlich ganz geil. In den Kisten gemacht, die ich noch hier so habe. So, Turtles und Kiste rein. Dann hatte ich noch Redstone hier. Und da habe ich noch Futter, Futter, Futter. Und zwei Sachen habe ich noch. Was da unten in den Keller muss. Zumindest das Weizen kommt in den Keller rein. Dim, 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 dim. Ah ne, da kommt's rein. Da kommt das Weizen rein. Oh, müssen wir mal austauschen hier. Auffüllen. Weizen rein, Mulch raus. Und fertig. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. So. Dann könnte ich ja zusätzlich jetzt. Warte mal, wie weit ist die Baumfarm wieder? Da müssen wir auch mal wieder vorbeischauen. Da will ich jetzt nicht so der Unruhestifter sein, dass es da nicht funktioniert. Komm, schnarch ich nicht. Weil wir müssen auch langsam unser Essen und so. Wir müssen die Kisten von draußen wegbekommen. Okay, ihr seid leer. Der ist am Pumpen. Wie viel hast du hier reingepumpt? Das ist doch nicht dein Ernst. 3,6. Jetzt nehme ich die mal mit, die 3,6. Und ich muss irgendwo. In welche Luftlinie muss ich? In die hier. Ich warte mal, kann ich nicht von unten drunter dran? Ich könnte doch hier dran. Jetzt habe ich nicht genug Cobblestone. Weiß ich nicht, habe ich da noch was drin? Ja, paar war noch. So, dann können wir nämlich hier einmal Gang runter machen. Dann kann ich nämlich schneller da drunter schauen, weil ich das Ding nicht meist damit ich immer finde. Ah, das machen wir jetzt richtig. So, Holz her. Ja, jetzt sammel du noch ein paar Setzlinge ein. So, wie sieht's aus hier? Voll. Komplett überlaufen. Geile Sache. Soll er mehr machen? Wie viel Holz hast du? Ja. Dann können hier zwei Sacks rein. Und hier kann das hier rein. Das gefällt mir doch auf jeden Fall gut. So, dann kann das Ding auch noch hier rein. Und ich bin vollkommen zufrieden damit. Die
Ich schmeiße jetzt nämlich Setzlinge raus, beziehungsweise hier die Baumdinger. Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Kommen in jeden 4 rein. Verballer ich direkt wieder. Ah, 17, warte mal, ich nehme gleich noch ein Stück mit. Damit ich da hinten auffüllen kann. In der Kokerei. Nehmen wir noch das mit. Dann kann nämlich die Kokerei aufgefüllt werden, die Generatoren können noch ein bisschen laufen. Damit ich ein bisschen Energie dann auch in die Yu-Yu-Meta-Fabrik reinpumpen kann. In die lächerliche Yu-Yu-Meta-Fabrik. Da ist ja nichts. Wie viel haben wir da drin? 6 Stück? Der kommt nicht voran. Das ist aber normal. Weil der weiß ja nicht, wohin damit. Ich kann ja nicht so viel Energie produzieren, wie ich mir möchte. So, dann kann hier noch ein Stack überall zusätzlich rein. Und da noch eins. So, dankeschön. So, genau, das wollte ich hier mal eben nochmal auffüllen. Pop. Na gut, ist ja nicht jetzt voll gewesen, aber zumindest haben wir es. Dann kann die Kohle hier... Oh oh. Dann kann die Kohle da rein. Oh, die verbrennt sich ja schneller. Was kann ich denn da reinsetzen? Weiß ich gar nicht. Ah ne, da kommt das Minecart raus. Genau. Da kommt das Minecart raus. Gut. Soll er mehr machen? Wie viel Zeit hast du noch? 55 Minuten. Ach, die schaffen wir auf jeden Fall noch durch. Habe ich kein Problem mit. Die kann ich noch eine ganze Stunde aufnehmen. Habe ich kein Problem mit. Sind 10 Folgen. Ne, das stimmt gar nicht. Wo bin ich denn hier? Sind nur 6 Folgen. Bin ich schon wieder hier so eine Stunde. Sind gleich 100 Minuten. Kekse für die Welt. So passt es doch. Hier habe ich auch noch so viele Setzlinge. Ich muss mit da alles wegbekommen. Ja. Das muss alles weg. Wie viel Energie hast du hier? Okay, da können wir eigentlich sagen, mach voll. Die brauchen nämlich kaum noch Energie. Die kann eigentlich die restliche Energie hier vorbekommen. Komm schon. Ja, meine Kekse. Kommt dennoch Energie? Okay. Ja. Soll er den auffüllen? Ist besser. So, weitere Schienen. Da brauche ich wieder ein bisschen Glas. Da benutze ich jetzt hier eindeutig diese Glasbottles. Die kann man ja verwenden, ist ja nicht strafbar. So. Da haben wir 18. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der stacken kann. So, nehmen wir mal 32 Stück mit. Dann läuft das nämlich relativ geil. Dann habe ich hier zum Beispiel eine Bio... Ist ja auf Bio, das ist ja Bio. Für Bioproduktion. Bin ich stolz auf mich, dass das so gut gelaufen ist. Ich habe jetzt nicht so die Überpro-Sachen wie jetzt, wie immer. Ich bin jetzt so einer, so, ich mache jetzt ein bisschen mehr. Dafür ist es aber noch nachher zum Ende spannend hin, weil ich nicht die ganzen Materialien und ich habe gar nichts. Deswegen lasse ich die Turtles jetzt auch laufen. So 16 Stück kannst du machen, okay. Ich muss auch eine Mine finden, dass ich irgendwo die Schienen daraus kloppen kann. Das ist ja auch noch wichtig. Die habe ich sogar. Ach, da können wir gleich hingehen. Da können wir gleich hingehen. Nach der Folge, dann tue ich hier schon mal auffüllen. Jetpack und sowas. Wie viel hast du noch hier drin? Eine Kapsel, okay. Da ist erstmal das Jetpack dran. Und hier ist erstmal das dran. Das muss alles aufgefüllt werden. Damit gehen wir gleich in die Mine rein. Dann mache ich auch die Monster an. Das ist eine gute Idee. Dann nehmen wir uns hier, vielleicht haben wir vielleicht noch einen goldenen Bedpack. Weil das ist, glaube ich, voll, ne? Weil das ist ja relativ voll, wo ich nicht mehr viel reinbekomme. Dann machen wir uns noch ein zweites. So, Lavakapseln. Tun hier wieder welche rein. So, das Hopseed. Die Hopseed-Planks, die kommen da vorne wieder rein. Ich weiß noch nicht, ob ich eine zweite Farm mit diesem Holz mache. Vielleicht nur eine zweite davon. Aber die ist ziemlich laggy, muss ich sagen. Schön ist es nicht. Des Weiteren aus, aber gut. Das würde auf jeden Fall sich lohnen. Da sind ja Schienen drin. Ich will hoffen, dass dann
dass das noch stimmt, dass er in einer Mine war. Das Problem ist, es wird dann ziemlich laggen. Der Grund ist, weil hier viel am Arbeiten ist. Sprich, hier, die sind am Arbeiten, der Sampler ist am Arbeiten, wie sonst was. Die Farm, die ist jetzt Gott sei Dank ausgeschalten, die wird aber noch weiter die Bäume ausbreiten sich. Das ist das Problem. Dann die Kühe sind am Rumrödeln, die Turtles kommen ja auch noch dazu. Das ist ja ein bisschen am Bearbeiten. Also Energie verfällt da natürlich. Okay. Das passt hier. Gut. Aber ich gucke gerade auf Uhr und die Folge ist sozusagen schon beendet. Deswegen sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und AP und tschüss.